Danke, Perry, du bist der Coolste. Ach, Fühler. Hey, du wirst die Prinzessin retten, nicht wahr? Untersuche die Wand gegenüber der Statue. Dahinter befindet sich das Verlies der Prinzessin. Sei vorsichtig. Er ist gefährlich. Ja, Joy ist gefährlich. Am Arsch ist er gefährlich. Ich bin gefährlich. So, komm, 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 komm. Ich frage mich, ob man. Nee. Obwohl? Nee. Es klappt nicht. Das war gerade ein Zufall. Der ist einfach gerade vorbeigekommen, ey. So, ich hoffe, die Tür ist noch auf. Ja. So, hier diese Wand meinte sie. Drück den Knopf. Und Sesam, öffne dich. Und lauf, 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 lauf. Auf, lauf. Und wieder die Turmschuhe benutzen. Und da ist sie auch schon. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nein. Ach, immer diese tragischen Momente. Dich einen Platz wie diesem zu treffen. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Ja, es ist ein Traum. Oh, Roy, die coole Sau. Tut mir leid, Junge. Aber das ist einmal. Nee, das ist nun mal mein Geschäft. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Stärke zu demonstrieren. Zieh dein Schwert. Ja, komm. Ach so, ich kann mich bewegen. Schade, unseren Wettkampf müssen wir wohl verschieben. Ich hab Zeit. Ja, komm. Komm, Melin braucht gar nicht die Toro-Schuhe, sie ist auch so, so schnell. Komm, 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 komm. Da vorne ist ein Kanal, so, ich weiß nicht, wie Wong sagt, dass es nach draußen führt. Okay, tschüss. mal gucken, wer von den beiden gewinnt. Es ehrt mich eine solche Schwert, dass nämlich solche bla 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 bla. Zieh dein Schwert. Jemanden zu beschützen. Verstanden. Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Wie meinst du das? Ist es nicht dein Job, uns zu töten? Ich habe es mir anders überlegt. Geh und beschütze deine Prinzessin so gut du kannst. Ach, Roy ist so cool. Er kann einfach machen, was er will. Ja, ist klar. Ach, leck mich. Ich bin den ganzen Weg hier hingekommen, um sie zu retten. Dann bleibt sie doch hier, um auf Fühler zu warten. Ist doch die komplette Verarsche. Naja, gut, ich bin ja eigentlich wegen den Flugzeugteilen hier, aber trotzdem. Wenn ich nebenbei schon so etwas erledige, dann kann sie jetzt auch einfach mitkommen. Na egal. Um Himmels Willen, nein! Wenn Besucher das Devotee oder sinkt sauer! Fange Melina und erledige sie, so schnell du kannst! Hinter allem steckt Beruga. Jetzt kennen wir seinen Namen. Was sagst du da? Verschwinde, oder es gibt Ärger! Wong, das konntest du nicht wissen. Für das Projekt Vorbereitung starben viele Menschen. Unter ihnen meine besten Freunde. Ist klar. Peruga, ey. Oh, Wong, jetzt geht's dir an den Kragen. Okay, lauf. Warte, Hayes.
Sie schufen einen Doppelgänger von Haze. Das hört sich ja gar nicht gut an. Nein, ich nicht. Ich dachte, sie sei bei dir, Haze. Kledesch. Du bist wirklich in Ordnung? Nicht tot? Als ob er sich das gewünscht hätte, ey. Zack. Wow, hey, ist alles okay? Bist du unverletzt? Ach nee, das war ja Melin. Hey Kumpel, alles klar? Gott sei Dank. Man sagt, der Metallpreis in der Stadt sei wieder gesunken. Ich muss Will helfen, es gibt viel zu tun. Komm doch mit zu ihm, er hat wirklich abgefahrene Pläne. Sash. Und mit dem Skateboard über den Ozean. Wie ist er sonst denn gekommen? Er hat kein Schiff. Und er hat auch kein Geld. Also sag ich jetzt einfach mal. Nun bist du auf dich selbst gestellt. Was stieß der Prinzessin und ihrer Begleitung zu? Oh ja, die Metallpreise sinken. Wir sollten nach Seeheim gehen. Du hast recht. Auf nach Seeheim. Da muss ich später hin. Und weiter, weiter, weiter. Das dauert echt zu lange irgendwie. Ich gehe mal hier vor Anker. Ups. Ich will nämlich kurz zum Vogelkönigreich, weil ich ja diesen Vogelchef befreit habe. Der war ja eingesperrt im Käfig, weil er eingefangen wurde. Und dafür kriege ich halt einen Kristall von ihm. Dafür, dass ich 5000 Taler für ihn hingeblecht habe. Viel zu teuer. So. King's Nest. Auch geil, dieses deutsch-englische King's Nest. Nicht Königsnest, King's Nest. Ja, danke. So, kann ich? Nee, kann ich natürlich nicht. Also muss ich wieder runtersteigen. Okay. Einmal über die Brücke. Hm, wo war die denn nochmal? Unten. Colorado. So, und auf zu Will. Schnell, 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 schnell. Blöder Heinz. Und hurra, holere. Endlich, Haze, mein Flugzeug ist fertig. Ich habe neues Metall aufgetan. Mein Traum wurde Wirklichkeit. Es gehört dir. Natürlich gehört es mir. Ja, dankeschön. So. Mal schauen, was das Flugzeug drauf hat. Wo ist denn die Landebahn? Und hier. Wie ist diese Stadt nochmal? Hat sich auch weiterentwickelt. Liebe Rita. Und hier werde ich auch erstmal Pause machen. Und im nächsten Teil werde ich halt ein bisschen in dieser Stadt herumstöbern und zu Beruga fliegen. Also, bis zum nächsten Mal.